Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Two Point Campus. Ladies und Gentlemen, wir müssen jetzt das neue Semester starten, weil ihr seht, wir haben kein Geld mehr. Und ich hoffe, dass mein Plan so ein bisschen aufgeht, weil ich habe wirklich Angst. Oh, und was fällt mir gerade ein? Wir müssen auf jeden Fall noch Kochduelle planen. Also, wir haben das Jahr jetzt wirklich so ein bisschen schon durchgeplant. Wir werden es gleich sehen, wenn das Semester beginnt. Was die Partys betrifft. Also Partys und in den kalten Monaten oder in den ersten 2, 3 Monaten auch ein bisschen Filme. Aber noch keine Duelle oder sowas. Die müssen wir auch noch planen. Machen wir. Aber wir starten jetzt erstmal das Jahr und ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ladies und Gentlemen. Denkt daran, dass ihr frei seid. Können wir Punkte ausgeben? Theoretisch ja. Wir haben doch jetzt Punkte, die wir ausgeben können, oder? Ich lasse es erstmal und wir starten erstmal ganz normal das Jahr. So! Und da seht ihr, was unten alles läuft. Und die Laune, guck mal, und die Laune sinkt schon wieder. Kaum hat das Semester angefangen, sinkt die Laune der Studenten. Toll. Ich habe alles so schön gemacht. Ich habe alles so schön gemacht. Oh Gott. So, wir können uns mal jetzt ein paar hier. Der ist im zweiten Jahr. Haben die nur 2 Jahre? Lachstoff. Also der sieht ein bisschen happy und zufrieden auf jeden Fall aus. Catherine Hell. Hi Catherine. Jo. Gut, ich glaube, die mögen sich. Oh, oh, wo sind wir denn jetzt dabei? Also, da wird ein bisschen fachgesimpelt vielleicht. Wir haben unten jetzt schon das erste Event, Freunde. Also. Vorlesungssaal 3. Ich würde sagen, wir laufen mal so ein bisschen hin. Laufen die da auch alle gerade hin? Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten. Ah, hier ist auf jeden Fall Müll. So, der Liebesfilm. Ist sie verliebt in einen Dummy? Oder einen Dummy? Aber hier sitzen Leute drin. Finde ich gut. Ist auch schön, dass meine Kamera wegglitscht. Ich mache mal nochmal eine neue Aufnahme. So. Sieht immer noch aus. Kacke aus. Und da war Abbruch vom Film. Einfach Abbruch vom Film. So, kriege ich meine Kamera wieder belebt. Da bin ich wieder. Ja. Also, es glitschte gerade irgendwie hässlich weg. Und hier jetzt gleich die nächste Vorlesung. Okay, Ladies and Gentlemen, also das scheint ein bisschen zu laufen und wir haben auch schon wieder ein bisschen Geld am Start. So, Bilanz. Monatlicher Gewinn. Also wir haben auch Gewinn erwirtschaftet, weil die Studiengebühren so hoch sind. Wir haben sie noch nicht gesenkt. Rahmenkiosk. Können wir noch nicht, weil uns fehlt das Kudosch. Eigentlich wollten wir sparen. Das habe ich immer noch verpasst. So, auch hier fehlt uns Kudosch. Wir können noch kein Mikroskop hinklöppeln. Das tut mir so ein bisschen leid. So, gucken wir mal. Aber Narren, guck mal, was machen die denn in der Narrenwirtschaft mit Wissenschaft? Das ist doch hochgradig gefährlich. Oder? Sag mal nicht. Ich weiß nicht, ob du die Clowns da ranlassen solltest. Das geht auch echt schief. Das geht schief. Wenn da jetzt nicht rote Nasen oder sowas rauskommen, wonach es nicht aussieht. Karriereziel erreicht. Party-Events. Wir haben jetzt noch einen neuen Kinofilm. Was kommt denn da raus? Ein Minecraft-Stein. Okay. Ist aber auch kein Dozent richtig zu sehen, ne? So, ich...
von mir. Wassermarsch. Nahrung kann dehydriert sein. Chefköche sollten diesen Zustand aber vermeiden. DJ Sous-Chef bietet uns einen Bonus an, damit wir die Kehlen unserer Studierenden, da war es weg, befeuchten können. Ja, nehmen wir natürlich an. Und wo ich DJ Sous-Chef höre, wir sollten auf jeden Fall nochmal ein paar Events planen. Machen wir aber vielleicht eher im Hauptcampus, also hier. So, pass auf. Ach, die sind ja günstig. Also, pass auf, wir machen mal ein Campus-Kochduell. Oh, können wir nur hier machen? Felicity gut, dann machen wir das hier. Und ich spreche hier auf Radio Campus für euch, die Studierenden. Und zwar in jeder Hinsicht. Können wir ein County-Kochduell planen? Wohliger Traum oder verwirrender Siehste, Albtraum. Der Planer ist schon voll. Das hören wir gleich. Können wir nicht? Können wir ein Promi-Kochduell planen? Nee, können wir auch noch nicht planen. Gut. Können wir hier... Achso, hier können wir gar nichts planen. Siehst du, dann war es das nämlich auch schon mit der Planung. So, durchschnittliche Getränkewertung von 70%. Das wird ein bisschen schwierig, das zu erreichen. Ich gucke immer jetzt mal wieder hin. Ich habe meine Kamera weggeglitscht. Was machen wir als nächstes? Wir gucken nochmal in das nächste. Ja, gut. Ja, das mit den Kudosh, ne? Ach, das wird schwierig. Also, erfülle 20 persönliche Ziele der Kategorie Chefkoch. Durchschnittliche Note in Gastronomie B+. Und wir sind gerade bei C+, das echt nicht gut ist. Also, die müssen halt schon lernen. Gewinne folgendes Event. Promi-Koch-Duell. Ah, wo sind die denn alle schon? Ah, pass auf, ich weiß, wo die sind. Die sind am Feiern und wir haben es verpasst. Wait. Wir haben es verpasst, glaube ich. Ah, die kennen wir doch nicht. Die haben wir verpasst. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Das war eine die mit der angeblichen Fanbase, ne? Uff. Was soll ich machen? Festival. Das ist so ein einziges Festival, oder? Ein einziges Festival hier. Das interessiert mich ja auch auf dem Dancefloor. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal. Froschregen. Ein von Pepperly Island kommt da auf und hat überraschenderweise noch mehr Froschregen gebracht. Das Pepperly Frog Sanctuary braucht wirklich ein Dach. Verdutzte Frösche beeinträchtigen die Attraktivität des Campus. Deshalb müssen sie von einem Hausmeister aufgesammelt und nach Hause geschickt werden. Gut, das wird unser Hausmeister hinkriegen. Also bis jetzt läuft es ja gar nicht so schlecht. Wir hätten auch schon wieder ein bisschen Geld, um was zu bauen. Wir brauchen aber eigentlich primär irgendwie Kudosh. Warum regnet es bei uns rein, ist die Frage. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Mutti. So, Frage. Wir können natürlich jetzt hier den Campus noch ein bisschen ausbauen. Warum ist hier niemand? Fällt es schwer, genug Schlaf zu bekommen. Ich glaube, da fehlt der Assistent. Deshalb hat unsere Maggie Watmore von Radio Campus einige der neuesten Techniken ausprobiert, um wir können vielleicht noch einen Assistenten einstellen. Also, eine günstige wäre toll. Lässt Müll fallen. Hängt alten Ideen ganz nach. Richtig. Eher weniger. Was ist ich mit ihr, Whitney? Kriegt ständig Hunger? Ist in so einem Stand auch schlecht? Wie diese Schimmelpilze in den Duschen. Ihr wisst so, nicht, was ich meine? Ich möchte noch einen neuen Bewerber, bitte. Powernapping oder Rennratzen ist eine Technik, durch die ihr überall schnell etwas Schlaf erholen könnt. Bei meinem ersten Versuch bin ich zwar 45 Minuten. Ja, gut, die Assistenten gefallen Vorlesung mir gerade nicht so. Aber immerhin war ich danach richtig. So, Wunsch nach Mikroskop hat sich inzwischen schon erledigt, glaube ich. Schlecht. Häufige Fragen. Da flog doch was durch die Gegend. So, Frage. Haben wir hier jetzt bald wieder ein Duell? Ja, komm doch. Also der Plan da unten ist echt voll, ne? Der Plan ist richtig voll. Was bauen wir denn jetzt inzwischen? Ich würde sehr gerne vielleicht hier hinten noch was ausbauen. Was ist denn der Haken? Ah, für Getränke? Was heißt das? Wer bist du? Klotz Bartinger. Narrenwirtschaft. A+, oh, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Ich weiß nicht, was der Haken drüber bedeutet. Vielleicht ist er ja ganz bester. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht. Zumindest haben die alle Spaß. Ab und zu packen sich ein paar Clowns mal hin. Also, Überlegung wäre, dass wir in dem anderen Campusteil vielleicht jetzt noch was dazwischen bauen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn hier alles? Aber hier sind ganz viele Frösche. Ich würde vielleicht hier den Wal noch hinpacken, weil wenn wir da diesen Seemann irgendwie schon hingepackt haben, würde der Wal doch ganz gut passen. Aber ist das mittig? Nö. Pass auf, ich glaube, wir machen das... Aber wollen wir es mitten in den Weg machen? Das ist auch blöd. Pass auf, dann machen wir es eher so, dass wir den Wal hier hinpacken. So. Und... dass sie sich so ein bisschen angucken. So. Das sieht zwar echt noch überhaupt nicht schön aus, aber wir werden jetzt noch ein bisschen Natur drumherum klöppeln und werden jetzt erstmal gucken, was die Leute wollen. Rührstation benötigt. Brauchen wir Kudosch für, können wir nicht. Geld ist immer gut. Tag der Gastronomie. 3 Bewerber für Gastronomie. Das ist gut. Aber wir haben es zu spät gesehen, deswegen kriegen wir keine Belohnung, ne? Ja, aber es läuft doch eigentlich ganz gut. Okay, pass auf. Wir werden... Ja, das wäre natürlich auch schön, aber das können wir alles noch nicht freischalten. Boah, Speedwalking-Rennstrecke, auch geil. Wobei die Enten... Aber das wäre jetzt crazy, ne? Mit der Story über eine Kunsthochschule, wo weit und breit wir können keine Irrgarten hinmachen. Oh, wollen wir einen Irrgarten hinmachen? Aber ist teuer, ne? Irrgarten ist teuer. Aber da hätte ich Bock drauf. Ja, die Studierenden der Fitzpocket Academy sollten sich dieses Jahr eigentlich in der Ölmalerei üben. Doch die dafür bereitgestellten Gelder verschwanden so plötzlich wie der Boden unter den Füßen ihrer Träume. Hören wir nun von einem der Leidtragenden. Guck mal, kostet jeweils nur 100, klar, egal wie lang die Strecke ist. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Tapfere Worte eines noch tapfereren Studenten. Pass auf, dann machen wir noch das. Einmal mehr zerstört der Mangel an Geldmitteln die Hoffnungen und Träume unserer zukünftigen Künstler. So. Dabei wollten sie doch nur ein bisschen Farbe. So. Fürs Erste bleibt der Geld. Und damit auch der Ölhahn, aber leider zu. Passt das? Nee, passt nicht. Pass auf, dann werden wir... Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Das hier... Zack. Einfach mal nach vorne holen. Dann machen wir vielleicht einen kleinen Irrgarten hin. Ich habe noch nie einen Irrgarten gebaut, deswegen weiß ich gerade nicht, wie man den am besten hinbaut. Aber da habe ich jetzt Bock drauf, auf so einen kleinen Irrgarten. Also, wir gucken erstmal, was die Leute schon wieder wollen. Bücherregal benötigt. Können wir auch nicht, weil nicht genügend Kudosch. Können wir auch nicht, weil nicht genügend Kudosch. So, Probleme lösen. Einfach, weil können wir alles nicht. So, ich weiß nicht, wie man den jetzt am blödesten baut. Fangen wir vielleicht... Ah, doof, ich habe abgesetzt, ne? Wenn man absetzt, kostet es jedes Mal ein Huni. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Grenzen irgendwie definieren. So, und wir brauchen irgendwie einen Eingang. Also, der Eingang. Aber Irrgarten heißt ja auch sich verlaufen. Wie baut man denn einen Irrgarten? Wait, das heißt, wir brauchen hier einmal einen Weg. Oh, wir können auch was quer machen. Aber dann müssen wir... Pass auf. Oh, pass auf. Ja, ja, ja. So, aber ich hätte das gerne verbunden. Ich weiß, der wird wahrscheinlich noch nicht perfekt sein. Kann man da langlaufen? Ich glaube nicht. So. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Irrgarten zum Haus. Oh, wie gut wäre denn die Geschichte jetzt?
Pass auf. Oh, pass auf. Ich glaube, dann mache ich das hier jetzt einmal zu. Kann man das so machen? Also, pass auf. Ich kann es ja so schräg machen. Boah, das ist fies. Und dann können wir zugucken, wie die sich verlaufen. Aber baut man so einen Irrgarten? Er sieht halt schon ein bisschen kacke aus, ne? Du willst dir eine Stange Geld verdienen? Aber die Börse ist dir zu langweilig? Ich habe noch nie eingebaut. Investiere in BungleCoin. Genau wie andere fiktive Kryptowährungen. Nur mit 40% weniger gesättigten Fettsäuren. So, pass auf. Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Das ist jetzt erstmal mein erster Entwurf von einem Irrgarten. Was? Promotion von Cheesy Gubbins? Bitte sprich mich Cheesy Goblin an. Solange ich das Kostüm trage, bin ich der Goblin. Deshalb bin ich auch die Nummer 1. Okay, wir müssen mal checken, was jetzt hier Phase ist. Wunsch nach Entenstrauch. Gut, wenigstens den Wunsch können wir erfüllen. Und den packe ich euch. Such die Ente. So, hast du deine Ente. Bricht Tag der offenen Tür. Ich hab's weggeklickt. Ich hab's weggeklickt, Freunde. Entschuldigung. Bilanz. Nehmen wir alles mit. So, wir haben jetzt ein bisschen Geld gemacht. Aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, weißt du, wie fies das ist, wenn du hier dann erstmal irgendwie dich so durchklamüsern musst dann. Ich bin noch nicht fertig. Ich werde es vielleicht auch nochmal umbauen. Ich hätte jetzt einen Bauplan gebraucht, glaube ich. Für den Irrgarten. Also, pass auf. Baue ich hier gleich noch weiter. Aber bringt mir nichts, glaube ich. Aber bis zur Treppe hier runter. Warte mal. Bis hier runter können wir gehen. Und bis hier können wir gehen. Ich gucke, wie ich das noch ein bisschen verwirrend mache. So, pass auf, dann fangen wir hier an und zack. Also wäre der Weg ja jetzt easy peasy da lang. Geht das? Nee, jetzt habe ich hier eine Ecke zu, ne? Wait. Nicht der beste Irrgarten, glaube ich. Aber darum geht es ja auch nicht, jetzt um den besten Irrgarten zu bauen. Ich verpasse die ganzen Events, stelle ich gerade fest. Aber ist nicht schlimm. Können wir uns immer noch geben. So, pass auf. Ich glaube... Oh, wie fies ist denn das? Die kommen dann alle mal zu spät zu einer Vorlesung, weißt du? Und wenn du dann fragst, irgendwie, warum sind sie zu spät zu einer Vorlesung gekommen? Ja, ich habe mich verlaufen. Sie soll nicht lügen. Oh, hier muss ich auf jeden Fall noch was Schwierigeres machen. Pass auf, ich glaube, hier werde ich das ein bisschen schwieriger machen. Diese da verläuft sich schon der erste. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Die Studenten verlaufen sich. Ich lieb's. Ah, nee, die wollten da hinten hin. Okay, wie könnte das hier jetzt auch zumachen? Dann müssen die so ganz blöd drum herumlaufen. Also, Bilanz, gut, nehme ich. Inspiration kann man an den sonderbarsten Orten finden. Wahre Worte, ich bin noch nicht fertig. Ich finde meine Aufsätze auch immer in öffentlichen Verkehr. Also halt jetzt ein erster Anruf. Schon fertig lektoriert und abgabefertig. Können natürlich jetzt... Wie baut man die Geschichte jetzt zu Ende? Kann es natürlich hier jetzt einmal zumachen. So. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage.
kannst ja einfach mal so ein bisschen quer machen. Wobei, der war jetzt ein bisschen verkackt, der Strauch hier. Du kannst ja durchgucken. Ist das Irrgarten genug? An für sich eigentlich gar nicht so schlecht. Guck mal, die Studenten müssen halt schon irgendwie so einen ganz beschissenen, blöden Weg laufen. Für Erstsemester ist das bestimmt richtig kacke. So, ich find's eigentlich tatsächlich ganz lustig. Ich find's tatsächlich lustig. Ich mag's. So, wir gucken jetzt erstmal die Nahrungskette. Jeder weiß, dass man mit leerem Magen keine kulinarischen Meisterwerke vollbringt. DJ Sous-Chef bietet uns einen Bonus an, mit dem wir sicherstellen sollen, dass unsere Studierenden immer gut genährt sind. So, Campus-Koch-Duell. Ach, geil. Guck mal, siehste, alles richtig. Und Cheesy Gubbins? Ja, ist okay, aber das Essen könnte besser werden. Also, nicht das Beste jetzt bei uns. Aber guck mal, wo haben wir denn das ganze Geld jetzt her? Ach, krass. Während ich hier einfach vor mich hin Labyrinth gebaut habe. Ich würde aber gerne noch mehr irgendwie. Warte mal, irgendwie fühle ich mich mit dem Labyrinth noch nicht fertig. So, irgendwie fühle ich mich damit noch nicht fertig. Gerne irgendwo hier vielleicht noch einen Irrweg einbauen. Ich weiß, es ist nicht so der Super-Mega-Irrweg. Ist das Kunst oder kann das weg? Also Erstsemestler verwirrt die Geschichte bestimmt auf jeden Fall. Liegt da Müll? Das hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Aber wenn ich hier jetzt einen Mülleimer hinmache... Kommt doch da auch kein Hausmeister wieder raus. Gut, also platzieren wir jetzt auch wieder ein paar Mülleimer, wobei man sich dann hier ja orientieren kann. Das ist ja Anhaltspunkte. Kann sie Mülleimer ja markieren. So soll das ja nicht sein. Die sollen sich hier jetzt nicht zurechtfinden. Sollen verwirrt sein, die Studenten. Nein, ich find's cool. Wir machen einfach wirklich so eine kleine Parkanlage hier jetzt draußen. Raus. Und ich werde hier vielleicht noch eine Bank irgendwo mal reinstellen. Am besten hier vielleicht. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen chillig irgendwie. Weil du verschiedene Plätzchen hast. Wir können ein bisschen Pflanzen noch irgendwie reinstellen. Klar, wenn du das dann irgendwann kennst, merkst du dir vielleicht auch so ein paar Plätze. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. So ein kleiner Irrgartenpark. Ach komm, ich find's lustig. Und wer hier jetzt rüber will... Vor allem müssten wir das hier hinten mit den Türen auch noch machen. Oh, wait. Heißt es, hier kommt niemand mehr in die Tür rein? Was ist das? Was heißt das? Ach so, die Bank, ne? So. Dann können wir ja erst noch mal hier reingucken. So, finde ich gut. Können wir noch nicht, können wir noch nicht. Tag der offenen Tür, Narrenwirtschaft, unbedingt. Wir brauchen noch mehr Studenten, definitiv. So, das geht bald zu Ende, das Jahr. Oh mein Gott, wo kommt denn jetzt das ganze Geld her? Ach, so will ich das sehen, Freunde. Noten, dann lass uns mal ein bisschen mitfeiern. Hier, da ist die Party auf dem großen Dancefloor. Das haben wir uns auch verdient. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. So, also sag mal nicht, wir haben jetzt ordentlich gut Cash gemacht und wir haben jetzt auch noch ein bisschen was zum Ausbauen. Ich glaube, das werden wir auch erstmal machen, ehe wir einen neuen Campus starten. Ich bin hier noch nicht fertig, aber das mit dem Irrgarten war gerade echt eine geile Idee. Weil ich will auch unbedingt im nächsten Semester beobachten, wie die da dran vielleicht ein bisschen scheitern, die Erstis. Ich finde es irgendwie lustig, ich finde es richtig geil. Doch, mittlerweile finde ich jetzt so optisch von oben...
hat voll was. Ich würde voll gerne noch Pflanzen hinstellen. Nur was stellen wir hier hin? So ein paar Büsche. Büsche finde ich gut. Sie hören Radio Two Point mit Ricky Hawthorne. Ein paar Büsche. Zeit, ein paar Minuten nach irgendwas. So, es darf nicht zu groß sein, sonst wird es ja gesehen von draußen. Während Sie etwas Musik hören. You know? Aber so ein bisschen grün. Studierende werden gebeten, sich selbst zu finden. So, schönen Schatten, weil er da am besten wächst. Hier ist doch auch schon wieder Struggle. So. Ich glaube, da stand irgendwas falsch. Aber siehst du, die kommen doch einfach auch easy peasy da noch hin. Insofern. Ich kann vielleicht auch sowas noch irgendwo hin platzieren. Zack. Kommen die ja auch noch vorbei. Brauchen wir nur wirklich noch einen Gärtner bald, ne? Können vielleicht hier noch was hinklöppeln. Um den Wal rum. Haben wir noch irgendwas Schönes, was wir hinbauen können? Ah, siehst du, so ein Uni-U können wir auch noch machen. Für Irrgarten. Hier. Das ist ein perfekter Ort für so ein U. So, haben wir noch irgendwas Schönes, was wir reinklöppeln können? Also wir können jetzt von denen hier noch ein bisschen was hinbauen. Basteln. Um es ein bisschen bunter zu machen. So ein bisschen Gartenflair hier. Aber eigentlich finde ich schon ganz nice, so wie es ist. Oder? So, die haben wir doch auch. Die haben wir doch auch in Pink. Können wir auch hier noch was hinmachen? Gleich ist das Semester vorbei. Können wir hier noch ein paar Tulpen hinsetzen. Ich baue einfach auf Regen. Und vor allen Dingen hier. Das können wir wirklich so ein bisschen tropisch machen mit dem Wal. Finde ich geil. Also mir würde es richtig gefallen. Das wäre so mein Place, wo ich Mittag machen wollen würde. So, wir können hier die direkt daneben noch machen. So, ist das ein Dozent? Winston, ja, ist ein Dozent. Ah, müde. Gut, der braucht Ruhe. Deswegen schottet er sich dezent ab. Was ist denn hier schon wieder los? Also diese eine Hecke. Diese eine Hecke ist so eine Problemhecke, ne? Immer wieder muckt die Hecke auf. Ich find's geil. Ich find's richtig cool. Das Semester ist vorbei. Und wir haben richtig, richtig gut Cash gemacht. Überlegt mal, mit wie viel Geld wir gestartet haben in das Semester. Ach, hör doch auf. Ja, wir brauchen halt Kudosch, ne? Lustig, wie sich Frühstücksgewohnheiten schlagartig. Ach, geil. Oh nein, hier ist jemand durchgefallen. Steht bei mir oh nein. Auf dem Tisch. Oh nein. Die Werbung hat recht. Oh nein, wir haben Leute, die durchgefallen sind. Die ersten, die es nicht geschafft haben. Zwei sind durchgefallen. Toll. Toll. Also, Powerlapping Club ist der beliebteste. Warum wohl? Alle wollen schlafen. Alle wollen sich schlafen. Ah, Ladies und Gentlemen. Zwei sind durchgefallen. Er hier. Schweinisch genug. Einfach durchgefallen. Den nächsten Song widme ich der Hawklock Lady. Tja, Ladies und Gentlemen, steht fest. Und wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir herausfinden das nächste Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid und bis dahin genießt den Tag und der seid ein wenig dabei.